Und so sieht nun die letzte Ruhestätte eines Pornostars aus. Moin, Micha hier. Und ich habe vor kurzem etwas sehr Interessantes gelesen. Doch bevor ich dazu komme, möchte ich euch den Ort, an dem ich bin, etwas genauer vorstellen. Der ist nämlich ganz bemerkenswert. Ich bin auf dem Ohlsdorfer Friedhof. Angeblich ist es der größte Parkfriedhof der Welt. Mit sage und schreibe 22 Bushaltestellen. So groß ist der. Und natürlich kann man hier auch mit dem Auto hineinfahren. Wir haben über 200.000 Grabstätten. Es gab bereits mehr als 1,4 Millionen Beisetzungen. Und mich erinnert das Ganze mehr an einen riesigen Park mit Gräbern. Doch kommen wir nun zu Cora. Sexy Cora war ein deutscher Pornostar. Und ihre Karriere begann sie mit der Körbchengröße 70B. Sie hatte sich dann die Brüste bereits viermal erfolgreich vergrößern lassen, bevor sie in einer fünften unglücklichen Operation von der Körbchengröße 70F auf 70G rauf wollte. Tja, leider hörte ihr Herz während dieser fünften Operation aufzuschlagen. Sie fiel in ein Koma und verstarb wenige Tage später. Sie war sogar so bekannt, dass sie in einem Musikvideo von DJ Bobo auftrat, in der Werbung zu sehen war und bei Big Brother mitgemacht hat, bevor sie ihr eifersüchtiger Ehemann herausgeholt hat. Begraben wurde sie natürlich in einem rosa Sarg und es gab einen Streit um die Bilder an ihrem Grab. Das Ganze ist nun fast 10 Jahre her und darum möchte ich mal heute schauen, wie es derzeit aussieht. Da sind wir auch schon. Und so sieht nun die letzte Ruhestätte eines Pornostars aus. Schaut mal, ist das in etwa, was ihr erwartet habt? Hier mit so einem großen Herzen, eine ja leicht kitschige Figur mit dem Engel, die roten Akzente. Gut, die sexy Bilder, um die man sich gestritten hat, sind weg. Aber trotzdem ein interessantes Grab. Und ich finde auch die Lage sehr interessant. Sie liegt hier wirklich direkt an der Hauptstraße. Dort, wo ja normalerweise am meisten Verkehr herrschen müsste. Ihr Mann hat die Klinik übrigens auf Schadensersatz verklagt und eine ordentliche Summe erhalten. Er wollte ursprünglich sogar mehr. Das Gericht hatte aber abgelehnt mit der Begründung, dass sie wahrscheinlich nur bis 35 arbeiten würde und nicht bis 60, so wie er das vorgerechnet hatte. Tja, und wer hätte das gedacht, dass ein Gericht festlegt, dass Pornostars nur bis 35 arbeiten? Mein Besuch wäre unvollständig, wenn ich euch nicht auch noch dieses Grab hier zeigen würde. Unter anderem liegen hier nämlich Loki und Helmut Schmidt. Ja, Helmut Schmidt, der Bundeskanzler. Dieser so verdienstvolle Mann. In Hamburg haben wir sogar eine Universität und unseren Flughafen nach ihm benannt. Und passend zu seinem Leben lässt er sich hier in aller Bescheidenheit in dem Familiengrab zur Ruhe setzen. Respekt. Wow, ihr glaubt nicht, was ich hier gefunden habe. Unglaublich. Ich behaupte einfach mal, das hier auf dem Friedhof ist kein Zufall. Da gibt es bestimmt eine mega interessante Geschichte, die dahinter steckt, die mir aber auch unbekannt ist. Das lässt sich vielleicht recherchieren, aber wow, Wahnsinn. Ein weiteres Grab hätte ich mir hier auch noch sehr gern angesehen. Ich weiß aber nicht, wo es liegt und die Wahrscheinlichkeit, dass ich es per Zufall entdecke, ist eher gering. Es ist das Grab von Stefan Henschel, der Kiezlegende. Und mittlerweile auch der Internetberühmtheit. Es gibt nämlich ein sehr kultiges Video mit ihm. Ich sag nur, hast du ein Problem? Geh weiter. Müsst ihr euch mal reinziehen. Kult. Natürlich liegen hier auch noch andere berühmte Personen. Zum Beispiel Helmut Karasek, Inge Meisel, Roger Cicero, nur um einige wenige zu nennen. Es gibt aber auch welche, die weniger berühmt, aber meiner Meinung nach umso bedeutender waren. Wie zum Beispiel der Physiker Heinrich Hertz. Der Fernsehturm in Hamburg heißt eigentlich Heinrich-Hertz-Turm. Denn nach ihm wurde die Einheit Hertz benannt. Ihr wisst schon, Gigahertz bei Computern, Megahertz bei der Radiofrequenz und so weiter. Es gibt hier so viel zu entdecken, dass es hier sogar mal Segway-Touren gab. Aber ich will euch auch nicht langweilen. Und darum lasse ich euch jetzt mit ein paar Impressionen zurück. Und ich selbst verabschiede mich an dieser Stelle. Tschüss!